Hallöchen, wir sind zurück hier bei Jurassic World, hier in unserem Park. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los hier im Brutlabor und checken erstmal ab, was hier so geht. Kriegen wir ihn evolutioniert oder eben nicht. Aber wie ihr seht, ist es natürlich nicht so cool für uns hier laufen. Wir müssen nochmal 60 DNS investieren, warten nochmal eine Stunde ab und wissen dann auf jeden Fall Bescheid, was dann so abgeht. Checken natürlich erstmal hier unsere Gratis-Wundertüte. Nehmen hier erstmal mit, was wir mitnehmen können, schließen die ganze Angelegenheit und checken dann natürlich erstmal hier die Kämpfe. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Turnier und gucken auf alle Fälle, was da so geht. Wir könnten nur die Flugsaurier-Auswahl machen. Das wäre natürlich auch eine optimale Sache. Ich würde sagen, wollen wir das einfach mal probieren? Checken wir hier einfach mal ab, was hier so geht. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Wen brauchen wir? Wen nehmen wir bestmöglich mit? Oha, oha, oha. Gut, fast sagen wir, nehmen den Utahraptor mit. Dann nehmen wir. Boah, das ist natürlich nicht so leicht. Wollen wir Alanka mitnehmen? Ich würde fast sagen, das ist das Sinnvollste. Und dann nehmen wir noch einen Pflanzenfresser mit. Würde ich auf jeden Fall vorschlagen. Also ich glaube, damit haben wir ein ganz gutes Team am Start. Müssen natürlich erstmal gucken, wie wir hier am besten agieren. Also natürlich wird es nicht so leicht für uns, aber ich denke, wenn wir uns nicht ganz so blöd anstellen, können wir hier auf jeden Fall einen Sieg nach Hause fahren. Also wie gesagt, ich bin gespannt. So, erst nochmal kurz einen Screenshot. Und dann würde ich sagen, nehmen wir den ersten Schlag auf alle Fälle mit in die nächste Runde. Der greift gleich mal zweimal an, gut, okay. Dann würde ich sagen, wechseln wir erstmal unseren Dino. Und nehmen zwei Schläge mit in die nächste Runde. Oh, der greift gleich nochmal mit zweimal an. Und das war natürlich für uns, naja, nicht ganz so cool. Ich habe gedacht, wir überleben das. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie es weitergeht, was der Gegner macht. Da bin ich natürlich gespannt. Der wird natürlich mit Sicherheit angreifen. Ich hoffe natürlich mit alle Schläge, die er hat. Von daher ist es natürlich extrem bitter für uns, die Löwen erstmal. Der greift aber erstmal mit Dreier an. Das ist natürlich gut für uns. Wir greifen auch mit Dreier an. Dann würde ich sagen, blocken wir einen Schlag und nehmen zwei mit in die nächste Runde. So, kloppen wir den erstmal weg. Müssen jetzt natürlich gucken, wie es weitergeht, was der Gegner macht, wie er angreift. Das ist natürlich die Frage, aber ich denke, wenn er komplett angreift, wäre für uns eigentlich das Optimalste. Mit 3 greift er an, das heißt, einen Schlag kann er noch blocken. Von daher ist er eigentlich gut am Arsch, weil wir haben 6 Schläge am Start. 5 kommen durch und ich glaube, insgesamt bräuchten wir nur 2 oder 3 Schläge, um den Gegner platt zu machen. 2 würden reichen aus dem Grund. Hauen wir hier alle raus, holen uns damit natürlich den ersten Sieg und müssen natürlich gucken, was jetzt hier im nächsten Fight auf uns wartet. Ich meine, da bin ich natürlich selbst gespannt. Wie die Sau, gucken wir natürlich, was da so geht. So, erstmal sammeln wir die DNS ein. Aber den Sieg erstmal in der Tasche, den ersten. Können jetzt gucken, wie es weitergeht. Wen nehmen wir da, wen nehmen wir da, wen nehmen wir da? Würde ich fast sagen, nehmen wir den. Dann nehmen wir. Den hier. Und dann nehmen wir. Natürlich nicht so leicht. Ich würde aber fast sagen, dass wir uns für den Pflanzenfresser entscheiden. Was würdet ihr machen? Ich würde sagen, wir nehmen den Pflanzenfresser.
Probieren mit den dreien aus. Klar, das wird natürlich nicht so leicht für uns. Wir müssen natürlich mit unseren Amphibien natürlich erstmal ein bisschen was auf die Reihe kriegen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aus dem Grund müssen wir natürlich auch gucken, wie es hier am Anfang startet, was der Gegner macht, wie er angreift oder auch nicht. Wechselt dann Dino. Jo, das macht da. Den Dino hat er erstmal gewechselt. Alles klar, wissen wir Bescheid. So, jetzt sollte ich hier oben mal kurz weggehen. Die hat mir nämlich gerade richtig auf die Ketten. Zwei Schläge, da sind wir schon am Arsch. Aus dem Grund müssten wir auf jeden Fall den Dino wechseln. Machen wir auch. Und dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal zwei Schläge mit in die nächste Runde. Später erinnern. Später erinnern. Schließen. Gut, okay, der hat gesessen. Mit ihm hat er angegriffen. Auch mal vier rufen, nehmen ihn mit in die nächste Runde. Kommen auch durch, kloppen den natürlich erstmal weg. Das ist natürlich wieder mal gut für uns. Gucken, wie es weitergeht. Gucken, was der Gegner macht. Das ist natürlich das Wichtige jetzt für uns. Der wechselt mit Sicherheit einen Dino. Vier Schläge hat er. Nee, der hält mit alle vier Ruf. Reicht aber zum Glück nicht. Wir müssen nur zwei Schläge investieren. Das werden wir auch erstmal tun. Zwei investieren wir. Drei nehmen wir mit in die nächste Runde. Kloppen den erstmal weg und haben jetzt natürlich nur noch ihn hier vor der Brust. Also ich denke, das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut für uns laufen. Ich hoffe natürlich auch, dass der Gegner denkt, dass wir hier drei blocken. Nö, der denkt ja nicht. Würde ich sagen, hier wir erstmal mit 1, 2, 3 Schlägen rufen, nehmen 4 mit in die nächste Runde. 3 blockt da, gut, okay. Wir hauen 4 rufen, nehmen 4 mit in die nächste Runde. 3 blockt da, alles klar, wissen wir Bescheid. 6 Schläge hat er am Start. Mit 5 Meter Ruf ist für uns natürlich wieder mal das Optimale, weil die Wahl, wir wissen natürlich jetzt, der Gegner kann nur noch maximal einen Schlag blocken. Aus dem Grund würde ich sagen, werden wir natürlich erstmal unseren Dino wechseln und können jetzt ganz entspannt mit unserem Amphibien angreifen, holen uns hiermit auf jeden Fall den nächsten Sieg. Haben wir wieder mal alles richtig gemacht, muss ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall megamäßig mit zufrieden. Und jetzt können wir natürlich gucken, wie es weitergeht, was der nächste Gegner so sagt, wer da vor uns steht. Also das ist natürlich die Frage, ich bin gespannt. Im Fight Nummer 3, was wartet auf uns? Oha. Nehmen wir auf jeden Fall den Amphibien mit. Dann nehmen wir auf jeden Fall, wenn wir noch einen Amphibien mitnehmen, ich würde fast sagen, dass er das Sinnvollste wäre. Das machen wir auch. Nehmen wir den mit. Und dann nehmen wir auf alle Fälle noch den Fleischfresser mit ins Boot. Also ich glaube, damit haben wir ein ganz gutes Team. Damit könnten wir so ja den Sieg nach Hause schaukeln. Also ich hoffe, wir probieren es einfach aus. Gucken einfach mal, was so geht, ob wir hier einen Sieg holen oder nicht. Kann ich natürlich erstmal noch nicht versprechen. Aber ich denke, erstmal sieht es ganz gut aus. Wir werden den ersten nur gleich mal angreifen. Kloppen den natürlich damit auch gleich mal weg und haben nur noch zwei vor der Brust. Also ich denke, damit sieht es natürlich schon mal megamäßig gut aus für uns. Der wechselt erstmal an Dino. So, wir nehmen erstmal zwei mit in die nächste Runde. Jetzt will ich natürlich erstmal abwarten, was der Gegner macht. Zwei Schläge hat er. Greift er an, das wäre natürlich gut für uns, aber nee, das macht er nicht. Aus dem Grund würde ich sagen, blocken wir ihn, nehmen vier mit in die nächste Runde. So, dann wechsle ich erstmal meinen Dino.
hau jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Ruf, nehme 2 mit in die nächste Runde. 4 blockt da, ein Schlag kommt leider nur durch, aber gut, okay. Können wir mit leben, gucken, wie es weitergeht. Gucken, was der Gegner jetzt so macht. Ich bin gespannt. Der hat erstmal mit 2 Ruf. Hat jetzt natürlich nur noch 2 Schläge zum Blocken. Das heißt natürlich, wir müssen gerade mal 2 4 investieren. 1, 2, 3, 4 Schläge investieren. Mal 2 nehmen wir mit in die nächste Runde und kloppen den damit auch gleich mal weg. Haben jetzt nur noch 1 Gegner vor der Brust. Wir haben noch alle 3 Dinos. Müssen jetzt natürlich gucken, dass der Gegner eventuell, wenn wir ein bisschen Glück haben, nicht gleich angreift. Wenn ja, sind wir am Arsch. Oh nee, das macht er nicht. Da würde ich sagen, hauen wir jetzt einfach mal alle drauf, was wir haben. Und holen uns damit auf alle Fälle den nächsten Sieg. Haben nicht eh einen Dino verloren. Das ist natürlich wieder mal optimal für uns. Und geil ist, das erste Paket haben wir schon mal freigeschalten. Also ich meine, die ersten 3 Siege haben wir hier auf Tasche. Von daher haben wir alles richtig gemacht. Haben das erste Paket auf jeden Fall schon am Start. So sammeln hier die DNS ein. Und dann seht ihr, ja, die ersten 3 Siege sind am Start. Das Flugsaurier-Paket sieht erstmal ganz gut aus für uns. Ich würde sagen, hier in den nächsten Sieg machen wir im nächsten Let's Play weiter. Gucken uns da auf jeden Fall an, was da so geht, ob wir hier eventuell noch weiterkommen. Also insgesamt brauchen wir 15 Siege, um hier insgesamt 7 Pakete abzustauben. Also wie gesagt, da checken wir auf jeden Fall mal die Lage. Sind wir heute erstmal wieder durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.